Ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude und damit willkommen zu einem neuen Smash Bros. Video. Heute beginne ich mit den Missionen und sehe gleich mal was hier an der Oberfläche. Bis gleich. So, es kann jetzt aber leider auch sein, dass man Geräusche im Hintergrund hört, recht laute. Da fährt nämlich gerade jemand mit ferngesteuertem Auto. Ich werde die Mission erstmal auf leicht spielen, damit ich sie... Ich will sie nämlich eigentlich einfach nur zeigen. Auch wenn ich bei der einen Mission, die ich euch schon mal gezeigt habe, immer noch nicht weiß, wie man die schaffen. Und ich muss kurz weg. Klingelt. Gut. Ich werde dann auch dieses Video kurz halten, weil der Robbie Crofter hat gerade geklingelt, dass wir vor dem heutigen Abend noch aufnehmen können. Ich mag Mario übrigens nicht, falls ich es noch nie gesagt. Weg mit den Losern! Gut, das war die erste Mission. Jetzt kommt schwere Geschütze. Und die Mission finde ich ein bisschen unnötig, weil sie besteht darin, dass man mit dem Ultrasmash einfach mal alles zerstört. Ende. Los. Muss einfach eine Minute überleben. Und das behindert ist halt, ich kann den Spam, wie ich lustig bin. Stimmt, ich kann ja auch schießen. Ich treff die da durch. Weg, weg, beide tot. Boom. 6 Kills und ich war sogar auf normal gerade. Oh. Ich muss Kirby einen bestimmten Zeitraum töten. Na dann. Zum Glück als Meta-Knight. Ey, Kirby, komm mal her, du Loser. Ernsthaft? Ja, 8 Sekunden. Genau so stellt man sich anspruchsvolle Missionen vor. Exakt so. Zerstöre sämtliche Bodenbeläge. Auch die Salami. Das wäre schade. Ich mag Salami. Du nervst, Mario. Der hat 3 Leben. Gut, ich habe keine Zeitbegrenzung. Es wird nur ein Rekord festgehalten. Boah. Du solltest dann nicht durch. Schöne Art, viele unnötige Dinge zu zerstören. Wario und den Boden. Verpiss dich mal, ich muss hier sauber machen. Ey, stehst im Weg, Fettklops. Der Sinn dieser Mission ist halt nicht wirklich begründet. Ja, zerstör jetzt einfach mal, weil du lustig bist. Zerstör jetzt einfach mal, weil du lustig bist. Alle Böden im Himmel. Nein, da steht doch, man muss den rechten Lüfter für frischen Wind sorgen. Ja, im Himmel. Für frischen Wind.
Ja, das ist Pokémon-Kampf. Ich habe all meine drei Pokémon zur Verfügung und meinen Gegner auch. Und ich muss einfach gewinnen. Das finde ich ganz cool. Ey! Ich bin effektiv gegen dich, du. Also hau ab. Ich sag doch hau ab. Dieser Knosp gegen dieser Knosp. Oh, das ist ein Shiny. Ich nehme mal einen Pokéball. Los, Stern, du. Die Stimme passt irgendwie gar nicht zu dem, finde ich. Friss. So. Ey, Durak, komm mal her. Oh, Diktri. Oh, in die Fresse. Oh mein Gott, ist das easy gerackt. In einer Minute habe ich diesen Lappen gerackt. Bowser Bros. Hüpfe und kämpfe dich bis zur Flagge durch. Auf Deutsch, ich muss diesen Parcours hier überleben. Während die Marios hier mich behindern wollen, die ich jetzt alle mit einem Angriff getötet habe. Alter. Boah. Gut, wieder nah weg. Das Problem ist, dass die keine Lebensbegrenzung haben. Weg mit dir. Mario hat Erfahrung mit Riesen-Bowser, das merkt man. Geht mal aus dem Weg, ihr Loser. Nein. Willst du mich gerade? Hinter diesem Hügel ist das Ziel. Alter. Stückt man Rückklempner. Ihr nervt mich gerade ein bisschen. Alter, wie leicht kann man die wegraggen? Schon wieder eine Runde tot. Alter, wie viele One-Up-Pilze haben die in sich reingestopft? Hallo, ich bin im Ziel. So. Finde ich. Aufstand der Diddy Kongs. Jetzt muss ich Mini-Diddy Kongs verprügeln. Ja. Oh, die Mission 10 wird cool. Böse Diddy Kongs. Alles klar, ich schlag die Autos kaputt. Tschüss, du Verlierer. Echt, jetzt das sind die letzten. Ey, guck mal.
Da ist meine Faust in deinem Gesicht. Jetzt kommt los, dreifach Finish. Ich kämpfe als Pikachu gegen die drei zusammen. Das wird die erste anspruchsvollere Mission. Also das. Okay, ich nehme alles zurück. Wie wenig halten die bitte aus? Pikachu läuft mit einer Bazooka durch die Gegend und slappt ein Shiggy weg. Auch sehr normal für Pokémon. Gut. Also, ein fieses Monster wartet in den Kellergewölben. Beende den Kampf, bevor du ihm begegnest. Three, two, one, go! Ernsthaft Diddy Kongs? Dann ist sicher Donkey Kong das gemeine Monster. Ist sowieso Donkey Kong. Aber wie gesagt, hab mich wohl vertan damit, dass die Mission da vor der hier schwierig war. LOL, der das ist einfach. Das ist was das Monster ist. Das ist halt nicht Donkey Kong, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, mach ich aber nicht. Stelle dich den Veteranen. 8 Veteranen fordern mich zum Kampf heraus. Ich kann den Charakter wählen. Die ersten 8 Kämpfer aus Smash Bros. In jeder 10er-Reihe gibt es sowas. Und das allerletzte war irgendwas Assiges. In Smash Bros. U weiß ich noch, ist die letzte Mission gegen alle Charaktere, die es gibt, in Folge. Ich zersmashe euch. Ich habe 2 Leben. Mein Pokémon. Los, Gardevoir. Wenn ich da drin bin, bin ich vor Schüssen von außerhalb geschützt. Hey, chill mal, Link. Jawohl. So ein schönes Metagross. Au. Yoshi will ich eigentlich gar nicht töten. Obwohl, ich kann aufhören zu lügen. Komm mal her. Ernsthaft, ich wusste gar nicht, dass man auf der Kiste da landen kann. Kommt, da müsst ihr zugeben, dass es nice war. Sag mal, jetzt kommen lauter Kirby-Items, wo gerade der Kirby auftaucht, ne? Nur noch der Typ hier und Pikachu. Oh, ich habe schon was an Schaden gedrückt bekommen. Los, Metroid. Saug Kirby das nicht vorhandene Gehirn aus. Los, Big Bowser Eye. Oh, die Mission ist richtig dumm. Rot, rosa, gelb, grün, hell, blau, blau. So. Rot, rosa, gelb. Rosa, gelb, grün, hellblau, blau. Okay, ich glaub, das wenn war
im schweren Modus halten die was aus. Und jetzt kommt eine Troll. Hier, eine Troll-Mission, die letztes Part sein wird. Ich muss nämlich alle gleichzeitig in Eier einsperren. Ich meine, why? Why the fuck? Als ob, Kirby, du Asi. Junge, Yoshi, geh doch aus dem Ei. Das hätte so locker. Nein. Oh, ich hasse diesen an. Kirby, du trollst doch echt nur, oder? Jawohl, ich hab die CD. Ja, ich guck auch, was es ist. Und dann war's das mit dem Part. Die CD hat nicht mehr gezählt. Really? Oh, hier kann man nochmal Bosskämpfe machen. Und zwar alle, auch Tabu. Naja, bis zum nächsten Video und ciao.